Hallöchen, so, ich muss einfach mal was davor sagen. Der erste Teil hier drüber ist leider defekt. Da hat die Kamera scheiße gebaut, die ist mir nämlich abgeschmiert. Und zwar, ich weiß nicht, bis wohin ich da gekommen bin. Ich habe mir jetzt das nicht alles angeguckt. Das ist das USB-PC-Oszilloskop. Das hatte ich auch auseinander und habe da mal reingeguckt. Und ich zeige auch gleich im Anschluss, was ich gesehen habe. Das kommt gleich hier nach. Nur so viel. Ich habe mit dem versucht, gestern Kondensatoren auszumessen von diesem großen, fetten Netzteil. Was ich ja ein Video hier vorgemacht habe. Drüber. Die Elkos sind in dem Sinne ja, nicht hinüber, aber nicht mehr so gut. Sie haben 28, nee, 18.000 Mikrofarad und gemessen habe ich mit mehreren Kondensatormessgeräten so an die 25, 26 Millifarad. Das ist zu viel, das heißt eigentlich sind die hinüber. Habe ich das hier versucht gestern mit dem zu machen, hat aber nicht geklappt. Da habe ich mein Analoges genommen. Weil das Problem ist, das kann diese Lissajur-Figuren eben nicht so richtig. Und ich habe auch noch ein anderes Problem bemerkt, und das habe ich vorhin nochmal verifiziert. Das Oszilloskop springt ab 5,88 Volt mit dem Strich ins Nirvana. Bis 5 Volt misst es okay und dann springt es in Nirvana, außer ich schalte um auf die mal 10 am Tastkopf und per Software, dann geht es. Ich habe reingeguckt, habe was gesehen und das werde ich euch jetzt zeigen, was ich gesehen habe. Und da kommt noch ganz viel hinten dran. Es funktioniert jedenfalls nicht so, wie es soll. Ihr werdet sicherlich auch sehen, warum. Ich denke mir auch, dass es da dran liegt, aber das kommt dann gleich im Anschluss. Es tut mir leid, dass es ein bisschen hakelig ist. Der erste Teil ist leider weg. Kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen. Der war aber auch nur ganz kurz, der erste Teil. Gut, dann viel Spaß. Vielleicht können wir es sehen und zwar dort. Ich muss es mal reinzoomen. Habe mir eben die Kamera abgeschossen, falls das ein bisschen hakelig ist jetzt mit dem Schnitt. Ich versuche es mal zu zeigen. Einmal da, da ist kaum Lötzinn drauf. Da sieht es aus, als wenn es gelötet wäre, aber der liegt auch nur oben drauf. Und beim anderen Eingang, das ist nämlich bei beiden Eingängen, bei Kanal 1 und 2, genau dasselbe. Ist hier auch ziemlich wenig Lötzinn drauf und hier ist er zwar gelötet, aber ich schätze mal, hier ist kein Zinn richtig drauf und da ist er zwar gelötet. Hier ist auch kein Zinn drauf. Hier sieht es aus, als wenn, aber ist auch nicht gelötet. Ich versuche es mal mit der Lupe noch. Vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen besser zu sehen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also ich sag mal, der ist auf einer Seite gelötet, auf der anderen Seite fraglich. Das ist der Kanal 1. Gehen wir mal auf Kanal 2. Das ist Kanal 2. Und der ist auf einer Seite auf alle Fälle nicht gelötet. Auf der Seite sieht er jetzt hier gelötet aus, glaube ich aber nicht. Die andere Seite sieht gelötet aus. Auf der anderen Seite dahinter muss ja ein Voltage-Dividierer drin sein. Sind ICs. ICs sage ich schon. Oh, das sieht aber auch nicht mehr so top aus. Dazwischen gucke ich auch nochmal. Da sind auch noch POTIs, an die werde ich nicht. Aber da sind Relais, die das dann umschalten, das hört man auch klicken zwischen die verschiedenen Widerstände, um die Spannung über verschiedene Widerstandsnetzwerke runterzukriegen. Dann ist hier noch wahrscheinlich noch, was sind das? 74 HC, irgendwas, das sind dann Logikgatter.
wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich kann noch mal gucken. Ich blende es vielleicht ein, was es genau ist. Ich habe auch nicht alle Dinger im Kopf. 74 HC 40 51. Ja. Dann ist hier noch ein AD-Wandler. Dann da noch was. Da ist dann der Altera Max 2. Typisch für sowas. Die Altera Max Prozessoren. Und noch ein bisschen anderes Zeugs. USB. Die Version gab es ja auch mit, wie heißen die, Logic Analyzer oder sowas. Wäre hier wohl möglich gewesen. Fehlt aber IC und irgendwie alles noch. Aber eben hier hinten, die zwei, die sind mir aufgefallen. Es muss ja hier vorne am Eingang sein, vor dem AD-Wandler. Das hier wird mit der Spannung nicht hinhaut. Ich guck mal gleich und wenn ich dann soweit bin und das gelötet habe und ausgetestet habe, werde ich mich wieder melden. Also bis gleich. Ich habe das jetzt mal nachgelötet hier hinten. Das war auch nicht wirklich gereinigt. Die waren aber wohl verbunden, weil die Relais ansteuern. Die klickten ja. Ich habe hier auch noch mal mit einem 1,5 Kilo Ohm Widerstand bei 6,5 Volt und 2 Milliampere habe ich es begrenzt, habe ich da mal hier so ein bisschen versucht zu eruieren, wo hier das Signal so reingeht. Wenn ich da so rangekommen bin, haben die geklickt. Da hat er umgeschalten. Also die schienen wohl gelötet gewesen zu sein. Nicht wunderbar und nicht schön. Ja. Allerdings, das Problem besteht weiterhin und ich habe eine Vermutung, und zwar war hier wohl einer bei, oder es ist vom Werk aus so, beim AD, was ist das jetzt nochmal für eine, der AD-Wandler hier drauf, der AD9288, bei dem, also das nenne ich nicht löten, das nenne ich braten. Ich hoffe, er kriegt das so ein bisschen drauf und eingefangen. Nicht wirklich. Na komm, Kamerad, da. Ich habe da nichts dran gemacht. Also, das sieht wirklich wie gewollt und nicht gekonnt aus. Mit meinem Lötkolben momentan möchte ich da nicht beigehen. Ich habe nämlich schon überlegt, einmal die ganze Seite sauber machen und nachlöten. Allerdings habe ich nur eine entlötet, die nicht so wunderbar funktioniert. Das ist die hier. Die ist, ich weiß nicht, wie alt die schon ist. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon seit 10, 15 Jahren habe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, dann habe ich nur Zinn hier in 0,8er Millimeter jetzt. Das habe ich mir jetzt noch gegönnt. In der 500 Gramm Spule. Davon habe ich schon was abgewickelt für jemanden. Also mit meinem Lötkolben möchte ich es jetzt nicht machen. Es würde gehen. Ich habe ihn jetzt hier so mit einem Taster dran. Ne? Da ist noch eine LED. Der Taster hängt in Reihe zu dem Magnetschalter da drinne. Wenn ich den drücke, den Taster, geht der an. Und wenn der Magnetschalter auslöst, kann ich auf den Taster drücken, wie ich will. Der heizt nicht weiter, wenn er denn ausgeht. Aber damit kann ich das jetzt nicht machen. Ich habe jetzt nur noch die Vermutung, dass es daran liegt, dass der irgendwie ab 5 Volt, also eigentlich ganz genau bei 5,88 Volt, dann springt er hoch. Dass irgendwas da nicht ganz in Ordnung ist, weil es sind Lötbrücken drin, ein, zwei Beinchen sehen nicht wirklich gelötet aus. Ich möchte es jetzt nicht mit dem Lötkolben versuchen, jetzt in dem Sinne. Ich warte, bis ich den anderen habe, aus China. Da ist wohl was versandt. Ich weiß nur nicht, welches genau. Es ist einmal das Lötkolben-Set und einmal Ersatzspitzen oder andere Spitzen dazu, die ich mir bestellt habe. Das hat er wohl in zwei
Lieferung gemacht und eine davon ist jetzt auf dem Weg. Die andere ist noch irgendwie, was ist das da? Ist irgendwie noch nicht so weit und ich weiß jetzt nicht, was genau von den beiden Sachen ankommt. Also, wenn das der Standard ist, wie die Firma produziert oder produzieren lässt, das kann doch nichts werden. Das ist aber gelötet. Es gibt drei Klassen beim Löten. IPC Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3. Klasse 1 beinhaltet nur, es muss gelötet sein, egal wie. Scheiß drauf wie. Es ist einfach nur gelötet. IPC Klasse 2 sagt, die Bauteile müssen auf dem Pad sitzen. Ich sehe hier auch noch was. Bis zu 75% müssen sie drauf sitzen, Lötung müssen zu 75% okay sein und und. Und ihr bei IPC Klasse 3 sagt aus ab 75% bis 100%. Und IPC Klasse 3 ist das, was für Medizinprodukte, Militär und ist. Und das hier, wenn ich sowas sehe, das ist ja ganz haarscharf an der IPC Klasse 2. Wenn ich sowas hier sehe, das hier mit Lötung, das ist eindeutig IPC Klasse 1. Das ist wirklich die unterste Kategorie. Das ist ja wirklich gar nichts. Wenn das wirklich so produziert wird und verkauft wird, ich weiß nicht, wie teuer die Dinger sind. Denn, sorry, das geht gar nicht. Hier hinten waren auch bei den Dioden, die Melf, Dioden, das sind halt die runden, war auch eine bei, die sah nicht so wirklich gelötet aus. Das erfüllt ja gerade mal so IPC Klasse 1. Klasse 2 kratzt es gerade dran. Aber also man sollte eigentlich zusehen, dass man immer so hoch wie möglich in der Fertigung kommt. Wenn es mal eins irgendwo was ist, vielleicht ein Bauteil, was nicht so ist, ist ja okay, aber das zieht sich immer durch die ganze Platine und ich hatte hier noch was gesehen. Der Kondensator, der ist noch gar nicht richtig gelötet. Oder doch, oder wie auch immer, man kann es nicht mal richtig erkennen. Der genauso, meine Güte, das ist ja grausig, das ist ja wirklich grauenhaft. Also wenn das Ding mehr als 20 Euro gekostet hat, ist es zu teuer für die Qualität, die hier drin steckt. Sorry, das kann ich nur so sagen. Also es ist kaum Blödsinn hier an dem Pad dran. Das sieht gerissen aus oder was auch immer. Da genauso, gerade eben so ist das gelötet. Und das Schlimmste ist hier wirklich beim ADC. Das Ding, was wirklich am empfindlichsten ist. Hier sitzen die Beinchen schief, es sind Lötbrücken drauf, es sieht aus, als wenn es nicht gelötet ist. Es ist nicht sauber gemacht. Meine Güte, ich weiß nicht, ob das vom Werk aus so ist oder ob das wirklich nachträglich derjenige, der das Ding hatte, mal gemacht hat, aber das glaube ich nicht. Das ist ja. Ich weiß, ich mecke, ich hab meine Kriterien, aber. Ich habe in der Scheiße gearbeitet. Ich habe für Lasersysteme solche Platinen in der Endkontrolle habe ich mit Handlötung ganzen Krimskrams weggemacht. Ich habe auch die ganzen Platinen schon bestückt mit Automat und alles. Und das sah nicht mal so aus. Also das hätte man mir ja um die Ohren geschmissen. Also ehrlich, das geht gar nicht. Das ist ja hier gut die Lötbrücke, wenn die drinne ist und die eine hier ist okay, weil die zwei Pads sind eh verbunden. Ich weiß, wie schwer es ist, diesen scheiß Feinpitch-Kram wieder brückenfrei zu kriegen, aber es ist möglich und es kann auch gut aussehen. Aber eben sowas hier, wo ich sehe, ist das Ding jetzt gelötet oder nicht, wo man sich fragt, Alter, ist da überhaupt Blödsinn dran? Ne? Das geht doch nicht. Da auch, das ist Wahnsinn. Also wenn das Ding mehr als 20 Euro gekostet hat, ist es zu teuer. Ganz ehrlich.
Hier, Flussmittelreste, dick, schwarz, verbranntes Flussmittel. Hier hinten. Gut, ich will jetzt nicht dem Hersteller unterstellen, dass er es war, aber das hier sieht aus, als wenn das so vom Werk aus gemacht wurde und das ist nicht okay. Das ist ja gerade mal IPC Klasse 1, das ist ja gar nichts. Sowas sollte man eigentlich nicht verkaufen als ja, namhafter Hersteller. Ich glaube nicht, dass das ein unbekannter Hersteller ist. Gut, es ist irgendwas mit China, aber trotzdem, selbst die Chinesen kriegen das ja teilweise besser hin. Aber was mich wirklich stört, ist hier dieser ADC. Also die Lötung, also ehrlich, da könnte ich kotzen, wenn ich sowas sehe, ganz ehrlich. Dass das Ding überhaupt funktioniert, überhaupt irgendwas misst, das ist mir echt ein Wunder. Gut, genug gemeckert. Wie gesagt, den ADC werde ich jetzt nicht löten. Da müsste ich mir jetzt nochmal Flussmittel besorgen. Ich habe ja hier Flussmittel, aber das ist so dünnflüssig, das ist so flüssig wie Wasser. Das ist nicht so schön. Es ist gut, das ist für Reflow-Löten, also hier mit Heißluft. Mit den Heißluftdingen ist es okay. Aber für mit Lötkolben und so weiter, bedingt. Dann eher so, ja, gelartig. Muss ich mal gucken, ob ich was kriege. Irgendwo eine kleine Spritze mit so einem No-Clean-Flussmittel, gelartig. Was nicht zu teuer ist, dass ich das hier mal ein bisschen besser machen kann. Das kriege ich ja selbst ohne Mikroskop hin. Und sowas habe ich damals unter dem Mikroskop gemacht. Also, sorry, also, wenn ich sowas hier auf den Tisch kriege, dann, da schüttelt es mich sogar. Gut, dann danke fürs Zugucken und ich weiß nicht, was als nächstes als Video kommt. Schade, dass das Ding hier so ein bisschen Probleme macht. Ich habe gestern noch mit dem Ding versucht, Elkos auszumessen. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Altbekannte Problem, dieses XY-Anzeige, die Lisajour-Figuren oder wie auch immer, das wird einem ja was sagen. Bei den Dingern kann man vergessen, mein analoges oder mein Hybrid besser gesagt, kann es auch nicht so perfekt, aber besser als das Teil. Okay, dann, ja, weiß nicht, was als nächstes an Video kommt. Irgendwas wird kommen, ich weiß nicht was. Das hier ist jetzt natürlich gut, es funktioniert, wenn man weiß wie, dann kann man es machen, aber trotzdem, das ist doch, das geht doch nicht. Ich schätze mal, da ist irgendwo eine Brücke oder einer nicht drinne, dass er da, wenn ich ihn auf mal 10 stelle, einen anderen ADC-Eingang benutzt, der irgendwie anders gepolt ist oder was, ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil klicken tut es nicht. Wenn ich es auf mal 10, mal 20, mal 30 oder mal 100 oder was das Ding bietet, mache, die Relais tun nichts. Die Relais tun erst ab 1 Volt umschalten. Also muss hier mal 10er Dividor drin hängen. Und ein Relais ist AC-DC Umschaltung am Kanal. Einer für nimmt Spannung hin und her schalten und eins für AC-DC, mehr ist es nicht. Aber wie genau das hier funktioniert, kann ich nicht sagen, aber ich gehe schon fast davon aus, dass es mit einem ADC zu tun hat. Weil es geht eine Leitung dahin, aber es sind auch viele Durchkontaktierungen, auch intern. Wie viel Layer hatten die Platine? Kann man das hier irgendwo sehen? Ist es irgendwo angemagert? Es ist auf alle Fälle eine dreilagige, das kann ich schon mal sagen, auf alle Fälle dreilagig, vielleicht auch vierlagig. Wenn ich das so durchscheinen lasse, sehe ich da Leiterbahn, wo auf der anderen Seite ein... Moment. Ja, noch eine Massefläche ist. Es ist mindestens ist es eine 3-Layer-Platine. Mindestens. Aber es sind hier Durchkontaktierungen, die
so gesehen nicht zu erkennen sind und die müssen intern weitergehen. Weil hier mit dem Kupfer gucke, da gehen Leiterbahnen durch. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.